Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Evil Within. Ja, beim letzten Mal habe ich wahrscheinlich mein recht orientierungsloses Herumgegurke ein wenig zusammengekürzt. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen mehr Durchblick habe. Der Doktor spielt das Ablenkungsmanöver. Ich weiß jetzt nicht, wo er nach dem Game Over neu geladen hat, ob ich das hier nochmal ankurbeln muss, aber anscheinend nicht. Ich muss mich irgendwie, wo er das Ablenkungsmanöver gestartet hat, zur Tür schleichen. Nur, wo genau diese Tür ist, wie genau ich dorthin komme, ja, ist ein bisschen schwieriger. Vor allem, wenn jetzt die ganzen Hyopies hier hinterherkommen. Okay, da komme ich nicht rüber. Da muss ich wohl dran vorbeilaufen jetzt, wenn sie da sind. Warte mal, kann ich hier ins Fenster? Ne, kann ich nicht. Okay, ich wollte das andere. Das Laufen wollte ich machen. Okay. Also die haben mich hier bemerkt. Sie kommen hier hoch. Da müssen noch ein paar mehr da sein. Aber ich sollte im besten Fall... geh durch die Tür, Mann. Ach nee, das ist keine Tür, das ist ein Fenster. Entschuldigung. Ich soll im besten Fall, nachdem der Doktor hier das Ablenkungsmanöver gestartet hat. Oh, ein Sniper. Okay. Oh, scheiße. Oh nein, das war nicht gut. Schon schießt er mir in den Kopf, ey. So ein Bullshit. Lass mich den mal... Kann ich mich immer noch an den ranschleichen? Natürlich nicht. Ja, komm, komm, komm. Na, sind noch Headshots. Okay. Burn, baby, burn. So. Oh! Scheiße! Den habe ich ja gar nicht bemerkt. Okay. Alright. Hast du... Oh, ich habe auch nicht mehr Energie, die ich wieder herstellen kann. Oh, shit. Oh, shit. Mich gesehen? Die hat mich gesehen, oder? Okay. Sag mal. Okay. 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 Okay, das war's. Oh, nee, noch nicht, noch nicht. Alter, wie soll ich die denn besiegen, wenn ich... Okay, komm her, komm her, komm her. Komm her. Okay. Scheiße. Ey. Oh. Vielleicht ein bisschen besser Bescheid fürs nächste Mal. Okay, na komm, fällst du auch mal um? Du dumme dumme Schwein. Sag mal. Okay, jetzt müssen wir uns für die kommenden Male... Oh, nee, das war's. Ich bin sogar so... so sehr getötet worden, dass ich im Boden versunken bin. Aber
Okay, aber wir wissen, wo wir hin müssen. Okay, es wird schwierig. Das wird schwierig. Ja, drei Typen mindestens verfolgen mich, nachdem der Doktor sie dahin gelenkt hat. Der Sniper befindet sich auf dem Haus. Den muss ich eigentlich wegzimmern erstmal. Und ich muss mich auch da vorsichtig nähern, dass ich den nicht stealth killen kann. Wieso bin ich denn da? Alter, der schmeißt mich da raus? Der schmeißt mich echt hier raus? Okay. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ist das immer noch die Polizistin? Nee, das ist nicht mehr die Polizistin, ne? Okay. Okay, sobald sie sich umdreht, sobald sie sich umdreht. Okay, das war nicht. Na komm, das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Dein halber Kopf fehlt. Ey, dein halber Kopf hat gefehlt. Wie kannst du denn da noch laufen? Merkwürdig, dass da unten gerade ein Rücksetzpunkt ist. Scheiße. Ah, das ist nervig. Vor allem, weil die Rücksetzpunkte ja auch nicht mal deine Energie wiederherstellen oder sowas. Nein. Oh Mann, ich muss tatsächlich noch mal ein bisschen vernünftig üben. Aber okay, diesmal schaffen wir es. Ich konnte mich nicht an die da ranschleichen. Ich muss, glaube ich, sehr offensiv dann darauf hingehen, dass ich sie, dass sie direkt mal ein paar vernünftige Kopfschüsse verpasse, obwohl ich habe richtig drauf gezielt. Ah, warte mal, ich nehme mal die Fackel jetzt. So. Falsch rum. Wo ist? Nee, auch falsch rum. Hier rum war es, ne? Okay, kann ich hier einfach anzünden? So. Das war fürs Beste. Okay. Wahrscheinlich schnell drücken. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich brauche eine Kettensäge dafür. Ich dachte, ich muss nur einfach dahin. Okay. Ist hier etwas? Nein. Puh, ich bräuchte mal wieder ein bisschen Energie. Ach, guck mal, da ist ein Schalter. Okay. Das sind doch voll die Fallen hier, die man auslösen kann. Okay. Streichhölzer. Energie wäre ganz geil. Energie finde ich super. Qualenarmbrust A. Eine starke Sehne, anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. L2 zielen, R2 schießen. Nachlademunition wechseln, okay. Und Explosivbolzen. Explosiver Sprengkopf, der in die Luft geht, okay. Das ist gut. Könnte ich die schon mal. Qualenbolzen hier schon. Okay, die musste man craften, das weiß ich noch. R1, um den ausgewählten Bolzen herzustellen.
R1. Ich kann eh nur zwei von den Schuss hier machen, okay. Ah, und aha, ich habe mein Quick-Menü natürlich auch noch. Schnellzugriff mit dem Steuerkreuz. Okay. So sieht die Armbrust aus. Oh, ich kann Harpunenbolzen. Da sind schon welche in der Wand, die ich mitnehmen kann. Ah, und das ist. Okay. Ah, okay, das ist die Ecke mit dem Sniper. Wo ich den Sniper hätte wahrscheinlich von hinten beackern können. Oh, was ist denn das? Etwas, was ich anzünden kann. Wie diese Leiche, die ich anzünden sollte. Weil er sofort wieder aufsteht, bestimmt. Hinterlässt du mir was? Nee. Ah, und da war diese Anlage, wo diese Pfeile runtergekommen sind. Okay, ich könnte also versuchen, Gegner hier reinzulocken. Und dann die Pfeile auf sie herabregnen lassen. Aber gut, ne. Oh, ein Attaché-Koffer. Okay. Eine Shotgun! Okay, hey! Alter, jetzt hier gibt es ja volle Pullewaffen. Repetierschrotflinte. So. Nach oben. Okay, nehme ich erstmal die Shotgun. Falsche Ecke. Die zum Auseinanderbauen, oder? Nee, doch nicht. Kann ich das überhaupt auseinanderbauen? Doch, da. Ich frage mich, ob ich manche von denen lassen sollte, damit die Gegner da reinstolpern. Ach, Energie. Super. Ah, und wenn man ein bisschen in Ruhe ist, ich habe es vielleicht gemerkt, graduell. Ihr habt es vielleicht gemerkt, graduell. Warte mal, das packe ich auch da mal nach unten hin und ich benutze es. Bis zu einem bestimmten Punkt regeneriert sich die Energie, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Sodass man noch die Möglichkeit hat, sich zumindest ein bisschen wieder zu befreien von dem ganzen Schissel. Okay, also eine Kettensäge muss ich finden. Würde das bedeuten, dass ich den Kettensägentypen, der wahrscheinlich auch hier irgendwo rumfleucht, mir greifen müsste? Okay, also hier vorne ist schon mal gut. Ein Messer oder sowas müsste ich eigentlich auch mal haben, um mich dann ohne Schusswaffen derer zur Not erwehren zu können. Okay, also das Haus ist es nicht. Da ist eine tote Kuh. Da hinten fleuchen sie rum. Hier hinten mal schauen, okay. Oh, also, oh! Shit. Scheiße. Auch nicht so leicht herumdödeln. Ach, guck mal, und da. Ich möchte das Licht natürlich meist auslassen, damit mich die Ojos nicht sehen, aber es sind natürlich überall Todesfallen verteilt. Da war ein Kontrollpunkt gerade. Aber die Shotgun war gut. Ey, ich muss mehr von den Streichhölzern finden. Aber gut, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Ich kann mich erstmal hier oben mal kurz umschauen. Was denn hier ist? Ach, ich drücke auf die falsche Taste. Ich will doch natürlich einschalten. So ein bisschen das Katz und Maus spielen, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Oh, ein bisschen Gehirn. Da hinten aus. Es lehrt dich ein bisschen anders umzugehen mit dem ganzen Scheiß. Und natürlich dadurch, dass die Gegner so heftig sind,
Gib mal ein bisschen Gehirn. Lohnt es sich? Okay. Kommst du jetzt zu mir rüber oder was? Ist hinter mir einer? Ich glaube, wenn er mich nicht gesehen hat, würde ich mal eine Flasche dort reinwerfen, damit er nach hinten geht. Dann klettere ich rüber. Wo ist er? Wo ist er? Der ist verschwunden. Okay, yeah. Meine Streichhölzer gehen langsam zur Neige. Wahrscheinlich war es das jetzt. Eins habe ich noch. Und die Fackel ist auch ein One-Hit-Kill, aber das war das Haus mit dem Attaché-Koffer. Der ist irgendwie hier reingekommen. Also Gegner würden mich zwar jetzt damit sehen, aber solange die Fackel hält, kann ich ja einen damit insta-killen, was auch schon mal ganz geil ist. Oh, was ist denn da oben? Was liegt denn da? Bauteile. Okay, kann ich hier durch? Nein. Das Fenster ist zu. Da ist doch ein gewisser, doch schon weitläufiger Bereich. Also, immerhin gibt es hier ein bisschen Kontrollpunkte. Was mir auf den Sack gehen würde, wäre, du stealthst dich durch das ganze Gebiet. Ich sehe Fallen. Stealth sich durch das ganze Gebiet durch. Und dann Game Over hinter mir. Scheiße. Und tot? Komplett tot, oder? Nein. Okay. Ah, aber guck mal. Solange ich mich nicht bewege. Okay, so viel mehr Health hatte ich nicht. Aber das ist immerhin etwas. So, irgendwas ist hier gerade ganz laut. Ist es der Kettensägenfuzzi? Okay, es ist der Kettensägenfuzzi. Okay. Oh, lauf. Lauf, Forrest. Ich wette, ich muss den denn hinlocken. Wie soll ich das nur öffnen? Okay. Also gut, es ist wohl nicht das Heranlocken und ihn dann die Tür aufmachen lassen, sondern ich glaube, ich muss ihn besiegen. Ich glaube, ich muss ihn besiegen. Yikes. Also gut, wo hat er gesaved? An der Tür. Oh, aber wenn mich der Johnny verfolgt, vielleicht sollte ich nicht die Falle entschärfen,
sondern ich lasse die Falle da so, wie sie ist. Mit etwas Glück läuft er rein. Es sei denn, er hat die Falle gestellt und er weiß ganz genau, dass dort eine Falle ist und er wird da nicht reinlaufen. Sag nicht, dass er mich jetzt jagt schon, oder was? Okay. Also, er schmeißt mich da raus. Aber ich habe die Shotgun. Ja, also ich habe eigentlich gut Items. Ah! Moment. Da war eine Falle, oder? Nee, da ist sie schon. Okay. Vielleicht die Explosivdinger. Warte mal, den verbrennen wir. I don't need this business. So. Oh, Gehirn. Yum, 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 yum. So, ah, und das Hirn, was da hinten war, sah ich wahrscheinlich auch noch nicht. Ja, genau. So, lass mich aufpassen. Nochmal den da am Haus möchte ich jetzt nicht killen. Aber das Hirn möchte ich einsammeln. Also, ich kann wohl nichts dagegen machen, dass der Typ da herausbricht, aber ich kann darauf hoffen. Dass er A durch die Falle läuft und B. Ups. Wo hatte ich denn? Exklusivbolzen habe ich drin, ne? Okay, und mit 4 kann ich den Bolzen wechseln. Okay. Dann versuche ich, vielleicht reicht ja Exklusiv bei ihm. So. Also hier ist noch. Ach, es ist nicht mehr da. Ach, Scheiße. Okay, es ist doch da. Wieso bricht er denn nicht aus? Ich habe Angst. Me afraid. Wieder einfach mal so Fässer zerpanscht. Fässer und Kisten. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee für den Game One-Beitrag. Der Kisten- und Fässerpuncher. Ja, eine Falle. Okay. Das war nicht so klug. Das war auch nicht so klug. Alle, jetzt wachen lauter. Johnny ist auf, oder was? Komm, heil dich ein bisschen. Heil dich! Scheiße, ich habe einen meiner Explosivpfeile verdödelt. Aber dafür ist die Osche auch weg.
Guck mal, die ist nicht durchgelaufen, ne? Die sind zu clever, glaube ich, für die Fallen hier. Die haben sie ja auch aufgestellt. Nur ich bin nicht clever. Alter, ist das mein Bein gerade gewesen? Stupid! Okay. Aber das ist wohl das erste dieser Art von Gebieten. Ich schätze, in meinem Spiel wird es dann mehr von solchen Teilen geben, wo man sich mit der Umgebung arrangieren muss. Aber das ist ganz gut, das Verhalten der Gegner mal ein bisschen zu erlernen. Die Taktik. Und die müssen ja auch alle einzeln mal ein bisschen gefährlicher sein als der übliche Rest. So, bevor ich weitergehe. In welche Richtung denn? Die nicht? Die auch nicht? Die war's. Zum Glück bleiben bestimmte Gegner, wenn es safe da ist, dann auch weg, aber er hat lang nicht mehr gesaved. Gehe ich denn lang? Da lang. Da lang, da lang, da lang. So, warte mal. Die Falle hier war weg. I do remember that. Den Typen muss ich verbrennen. Oder auch nicht. Ich bin zu schnell gelaufen, ich hätte mich anschleichen müssen. Hinterlassen wir was? Nee. Beim letzten Mal hat er noch Gehirn hinterlassen. Schade. So, ganz gut ist, dass die mich noch nicht sofort alle gehört haben. Es sind aber auch sehr viele hier versteckt teilweise. Oh, bevor wir das verpassen. Alter, aber wenn ich dann die Kettensäge habe, oh, dann geht's ab hier. So, ich will die Explosivpfeile haben. Also. Da kommt er. Warum explodierst du nicht? Lauf doch. Explosivfalle war nicht so gut. Okay. Falsche, oh, falsche Taste. Hohohohoho. Munition alle? Okay, burn him. Er sagt nicht, dass er das überlebt hat. Oh, er hat mich in der Hälfte durchgesägt. Wie hat er das denn überlebt? Ich habe ihn angezündet. Er lag auf dem Boden. Er lag auf dem Boden. What the hell? Okay, Leute, lass uns an dieser Stelle einmal Schluss machen. Ich melde mich beim nächsten Teil dann wieder, wenn ich diese fucking Kettensäge habe. Alter, der ist ja super heftig. Bis zum nächsten Mal.